Be a man! Aber wie sagte mal jemand? To be a man, you must beat the man! Und ich will erstmal diesen Sticker da haben. Komm zu Papa! Ich brauche unbedingt eine Ability, womit ich das kann. Na, ich krieg das Ding nicht. Ich will den Sticker. Ich sag schon Sticker. Puzzleteil! Nee. Den kriege ich nur mit Sportsfreund. Oder mit Gleiten. Also. Die Sticker, die lasse ich hier vollkommen in Ruhe am besten. Aber wir kommen ja in diese Welten sowieso. Alle Welten gehen wir sowieso zweimal. Hallo Soldat! Shan Yu hat einen Falken, der richtig gefährlich dreinblicken soll. Habt ihr das niedergebrannte Dorf gesehen? Dann stelle sich vor, was er uns antun wird. Mach dir in die Hose, mein Freund. Mach dir in die Hose. Man muss sein, von da kommen wir. Wir sollen ja die Gegend auskundschaften. Wir sollen ja immer den Fragezeichenfeldern folgen. Also das ist hier irgendwie Pflichtprogramm in Kingdom Hearts. Ich hoffe übrigens, dass mein Aufnahmeprogramm jetzt mal funzt. Oh, was ist denn das? Wow, what the? Und du? Wow, Feuerwerk! Ich glaube nicht, dass ich das in die Luft jagen soll, oder? What the? So, komm her. Ist euch schon mal aufgefallen, dass wenn man ein Herz löffeln tötet, dann Herz in die Luft geht? Das hat übrigens auch eine große Bedeutung. Die Bedeutung erfahren wir später im Spiel. Wie gesagt, ich will nicht spoilern. Egal, ob ihr die Story kennt oder nicht. Ich spoiler nix, denn es gibt ja welche, die vielleicht den Teil verpasst haben und sich das Let's Play dazu nur mal anschauen, um nochmal nachzugucken. Soll ich mir jetzt die HD Collection kaufen? Weil es gibt ja welche, die zu dem Zeitpunkt in der Generation keine PS2 hatten und damit auch kein Kingdom Hearts. Und ich finde das gut. Manche können das nachholen damit. Denn es ist ein recht gutes Spiel. Ich bin großer Kingdom Hearts Fan. Ich bin auch großer Disney Fan. Wir brauchen eine Erlaubnis dafür. Was? Ist klar, mein Freund. Ist klar. Wow, der hat mir nicht gerade voll viel abgezogen. Ja, Leco Mio, voll fett am Arsch, oh, ey. Nein, nein, nicht töten. Muss ich da lang? Das Tor ist von der anderen Seite verriegelt. Du kannst jetzt nicht durch. Wir sind hier, lass mich raten, verkehrt? Auskundschaften. Das andere Gebiet, denke ich mal. Das soll doch Bambus sein. Aber ich wollte erstmal hier ein bisschen auskundschaften. Hier sind auf jeden Fall zwei Puzzle. Die Puzzle werde ich auf jeden Fall auch alle lösen. Ja, ich werde wirklich alle Teile suchen. Von diesen Bambusgebüschen aus sieht man ein niedergebranntes Dorf. Das war Herrn Shan Yus Werk. Seine Armee wird vor nichts Halt machen, um in unser Land einzufallen. Hier gibt's nichts. Hier gibt's echt nichts. Also mussten wir doch dahin, aber. Was? Muss ich doch. Oh, muss ich mit dem alten Sack nochmal reden, wahrscheinlich. Okay.
Dann reden wir mal mit dem. Seid ihr bereit für eine Aufgabe? Ah, ja. Nehmen wir erstmal die Aufgabe an, weil die genau da ist, wo wir jetzt gerade sind. Siege alle verborgenen Gegner. Siehst du, dass die Moralleiste... Sieben Herzlose. Die verstecken sich. Stirb einfach. Einer noch. Hier, du bist der Letzte. Stirb! Und wir haben es geschafft. Ja, das ist genau, was ich von euch erwarte. Nun, auf euch warten immer noch einige Aufgaben. Bleibt auf der Hut. Ja. Ich arbeite gerade voll unter Druck, das darf nicht wahr sein. Okay, benutzen wir die zweimal auf Zora. Alles immer auf Zora geben, weil was nützt euch Donald und Goofy, wenn man den nicht spielen kann? Das ist... Ich hoffe, im dritten Teil ändern die das mal, dass man wählen kann, wen man spielt. Ganz ehrlich, das wäre cool. So ähnlich wie bei Burst by Sleep, nur nicht getrennte Wege, sondern im Team hier, dass man sich halt einen Gruppenleiter aussucht oder so. Jeder hat Spezialfähigkeiten, bla bla bla. So, wir haben noch zwei Aufgaben. Der Präventivschlag. Und das wieder mit der Moralleiste. Boah, jetzt Charmeur wäre nicht schlecht. Alter, was willst du von mir? Na komm. Stirb einfach. Noch drei Herzlose. Das sind die drei. Eins, zwei. Na komm. Drei. Die Moral bleibt übrigens so, habe ich das Gefühl. Das habt ihr ja ganz passabel erledigt. Aber bleibt wachsam. Das ist erst der Anfang. Was? Weiter geht's. Shan Yu ist in unser Land eingefallen. Wir müssen ihn um jeden Preis stoppen. Ja. Der Gegenschlag. Letzte Aufgabe. Ich finde das cool mit den Aufgaben. So. Ja, wir haben nicht mehr viel Moral. Warum auch immer. Alter. Yo, danke, Donald. Danke, das habe ich jetzt gerade gebraucht. What the fuck is this? Ja.
Hilf mir, Donald! Danke. Danke! Danke, vielmals! So, und das hätten wir auch geschafft. Das habt ihr gut gemacht. Ich wusste es. Hauptmann. Ich nehme an, du hast ein paar Fortschritte gemacht. Nicht ein paar, eine Menge. Nein, ihr habt recht, Hauptmann. Bitte gebt mir noch eine letzte Aufgabe. Diesmal zeige ich euch, was ich wirklich drauf habe. Ich gebe dir noch eine letzte Chance. Komm zu mir, wenn es losgehen kann. Denk daran. Es mag vielleicht nur eine Feuerprobe sein, aber es ist trotzdem eine wichtige Aufgabe. Sei auf der Hut. Jawohl! Eure Aufgabe ist es, den Weg über den Gipfel zu sichern, damit unsere Kompanie unbeschadet passieren kann. Ich habe veranlasst, dass man euch zum Gipfel durchlässt. Enttäuscht mich nicht. Yay, und jetzt können wir endlich weiter. Jetzt können wir weiter. Und das ist bestimmt der Bambushain. Genau. Denn dort geht es actually weiter. Was laber ich da? Ich kann noch nicht mal richtig Englisch sprechen. Was ist los mit mir? Ich habe versucht, cool zu sein, bin's aber nicht. Könnte man ein bisschen Moral aufbauen, aber ich hoffe, das war's mit den Moraldingern. Ich weiß nicht, ob es nochmal vorkommt oder so. Hey, Greifkugeln! Boah, was der alles an Punkte... 20 Erfahrungen hat er gegeben, oder habe ich mich verguckt? Ja, ich weiß, da stand auch was von 20 Talern, aber... Oh mein Gott, Herzlose! Und... So, wir haben es geschafft, wir sind durch. Ja genau, Donald, mach ihn fertig.
Komm, den machen wir. Ach, scheiß auf den, scheiß auf den, scheiß auf den. Weiter. Hallo, Achtung. Du machst dich. Ein Vorbild von einem Mann. Danke. Aber der Hauptmann. Hauptmann? Pin hat sich locker geschlagen. Das kannst du laut sagen. Gut, ich lasse ihn meiner Einheit beitreten. Aber noch bin ich nicht davon überzeugt, dass er das Zeug zu einem echten Soldaten hat. Warum nicht? Schon gut so, ja. Ich finde schon einen Weg, noch einen Weg, um mich beim Hauptmann zu beweisen. Ich brauche nur die Gelegenheit dazu. Ich zeige ihm einfach, was ich als Frau zu bieten habe. Ja, bitte. Du musst doch nicht gleich mit dem Hauptmann ins Bett steigen. Die Einstellung lobe ich mir, Ping. Die Einladung nehme ich gerne an. Jawohl. Weil hätte ich mich verplappert. Immer weiter so, Ping. Danke. Der Dicke sagt gar nichts. Hat wohl keinen Bock. Und schon 40 Minuten rum. Also gut, Mädchen. Hier hast du deine Gelegenheit. Ich habe da gerade diesen üblen Kerl gesehen. Das war ganz sicher Shan Yu. Shan Yu? Das ist der Anführer der Hundarmee. Das müssen wir dem Hauptmann berichten. Genau. Moment, Moment, Moment. Lass uns alle mal unsere Köpfe nutzen und benutzen. Also, warum sind wir hier? Doch wohl um den Hauptmann Mulans, ich meine Pings Talente aufzuzeigen und ihrer Familie Ruhm und Ehre einzubringen. Ein bisschen egoistisch. Also lass uns Shan Yu auf eigene Faust suchen gehen. Und wer weiß, mit etwas Glück können wir ihn vielleicht sogar endgültig absolvieren. Mit etwas Pech sterben wir alle und der Hauptmann ist gar nicht davon begeistert. Obwohl wir uns auch schon unsere Lorbeeren verdienen, wenn wir ihn nur ausspüren. Davon wird Hauptmann Muskelprotz einfach Notiz nehmen müssen. Muskelprotz? Gut. Lasst uns gehen. Wir helfen gerne mit. Dann kann's ja jetzt rund gehen. Shan Yu ist in einer Höhle außerhalb des Dorfes. Okay. Da geht's dann zur Höhle. Und wir haben den Karte den Berg erhalten. So, dann bin ich mal kurz weg. Die Aufnahme wird gleich wieder aufgenommen. Bis